Und da ist er, der Traum einer schlaflosen Nächte. Weißt du, wenn dir der Stress zu Hause und Mutti noch nicht reicht, dann holst du dir noch schön Theater auf dem Asser mit dem Lancia Delta Integrale HF Evo 2. Ich bin dabei. Italo-Dieben, Einsteigerklasse. Ein Lancia Delta HF Integrale ist kein Kindergartentransporter, sondern etwas ganz Besonderes. 6 Rallye-Weltmeisterschaften räumte Lancia mit diesem Allradmonster ab. Dez HF ist einer der letzten überhaupt, ein Evo 2 mit 211 PS. Warum Lancia Delta Integrale HF? Warum muss es gerade so einer sein? Weil man auf Sieg fährt. Das Ding hat 6-mal einen Pokal in der Rallye-WM abgeräumt. Der kann was, aber er braucht Streicheleinheiten. Ansonsten, wenn du einfach nur einen Wagen brauchst, um deine Lebensmittel in den Kühlschrank zu bekommen, ist das Ding komplett falsch. Das Ding braucht Service, das Ding braucht Liebe, aber dafür hast du dann auch Leidenschaft. Das klappert doch so. Tür nicht zu? Ah nee, ist ja Lunch, ja. Einen Evo 2 erkennt man vor allem an den mächtigen Karosserieverbreiterungen und dem dreifach einstellbaren Heckspoiler. Zentrales Faszinationsobjekt, der permanente Allradantrieb. In Verbindung mit dem 2-Liter Turbo-Vierzylinder und mächtigen Ladeluftkühler fliegt man in 5,7 Sekunden auf 100 und mit bis zu 220 Sachen über die Autobahn. Unser Modell hat eine lückenlose Historie und zeigt, wie stabil die Preise für eine so schöne Diva immer noch sind. Faszinierend bei diesem ist ganz klar der Allradantrieb. Die 210 PS, die machen nicht irgendwie die Welt, das ist nicht das Ding. Aber das Ding klebt auf dem Asphalt, das Ding reagiert sofort. Schub hast du auch, wenn der Ladedruck hochschießt, schießt du nach hinten, weil du in den Sitz gepresst wirst. Und das ist ein Hit. Oh, Turbo ohne Loch. Und in Sachen Kommandozentrale hat man hier gerne mal voll ausgeschlagene Zeiger. Der befolgt die Befehle, die man ihm gibt. Und das macht er spielend. Asphalt. Ist für den noch Kindergarten. Allrad, Rallye-Weltmeister. 6-mal den Pokal abgerissen. Das ist das, was wir mit ihm hier machen. Ach, Kindergarten. Seit 1995 haben sich die Preise fast verdoppelt. Echte Sammler halten daher nur nach besseren Evo-Modellen ab 91 Ausschau. Doch Vorsicht, diese Diva ist nur was für Könner. Es gibt ja viele Kandidaten, die sagen immer, guck mal, er ist noch kalt, aber wie viel Kraft er schon hat. Und das ist ja tot bei diesem Motor. 2 Liter Turbo, Doppelnocker, ist schon eine Kraftansage, aber diesen musst du nicht nur warm fahren, den musst du auch kalt laufen lassen. Der Lancia ist keine Kiste für irgendwie einen durchgebrannten Jugendlichen, der sofort auf GTI abfährt und sagt, hey, ich leg noch einen drauf, ich hole mir so ein Ding. Das passt nicht. Wenn du kein Know-how hast, dich mit der Technik nicht auskennst und nicht verstehst, wie das Ding funktioniert und was er für eine Streichleinheit braucht, checkt er aus. Geht hier ein Kopf kaputt, bist du 2 Mille los. Das kann es nicht sein. Als Tipp kann ich nur sagen, kauft euch einen gesunden, maximal um 100.000. Dieser hier steht sauber da, der macht keinen Stress. Kaufst einen günstigen, investierst du viel Geld nach. Kommst du meist über den Einkaufspreis, wenn du den guten gönnst. So ein Ding hier in dem Zustand 25 musst du schon auf eine Naht haben. Ansonsten wird das nichts. Ja, Spaß ist das eine, Liebe im Verkehr das andere. Wenn du nichts reinsteckst, dann kriegst du auch nichts raus. Und er braucht seine Pflegeeinheiten in Sachen Zahnriemenwechsel. Ich meine, Tuning geht bei dem Motor echt easy. Ein bisschen Ladedruck erhöhen, ein bisschen Chip-Tuning. Hast halt mal schnell 210 PS aufgeblasen auf 300, das geht. Nur dann checkt er in Sachen Langlebigkeit sofort aus. Und dann sieht's bei dir im Portemonnaie ein bisschen bitter aus. Lancia Delta Integrale Evo 2. Eine Diva, die einen nur dann liebt, wenn sie die entsprechende Aufmerksamkeit bekommt, die sie einfordert. Ja, mein Hawaii ist not a night, aber es gibt auch andere Möglichkeiten, schön entspannt in Urlaub zu kommen. Dit. Hallo, Werner, grüß dich. Werner, mach mich wahnsinnig. Wann haben wir hier ein Männchen oder ein Weibchen? Ist ein Weibchen, ist eine Diva, die Göttin. Die Göttin, ja, ich sag mal, ja. Die Göttin kostet extra, ne? Obwohl so ein bisschen männlichen Charakter sehe ich hier doch, ne? Also ich sag mal, ein bisschen schön geriffelt, aber. Ja, aber die weiblichen Formen. Ne? Streichelt sie dir an. Streichelt er sie schon. Werner, komm rüber. Gib mir schöne Sachen, gib mir ein paar Details. Also pass auf, wir haben hier einen 308er. Ja. 308 deswegen, 3 Liter Hubraum. V8. V8, richtig. Mhm. Ach, jawohl.
und 227 PS. Ja. Einer der letzten mit Vergasermotoren. Danach gab es nur noch die Einspritzanlage. Das ist interessant. Ja. Ich sag mal, der brummt nicht nur, der saugt auch schön. Hier haben wir zum Beispiel, das ist Ölkühlung, andere Seite Luft. Ne? Luft, genau. Links Öl, rechts Luft, ist klar. Und hinten pofft es dann schön. Ich sag mal, dass hier so ein bisschen was abströmen kann. Warte mal, warm ist er schon? Ja. Hast du ihn getreten? Nein, nicht getreten. Nur für dich warm gefahren. Ich denke mal, ein bisschen gekitzelt hat er schon. Ne? Komm, gehen wir gleich ans Eingemachte. Ich sehe hier schon schöne Rückleuchten und das in Rund. Ich sag mal, das macht doch einen Ferrari aus. Ne? Dicke Dinger, große Rohre, GTB. Hauptsache die Maschine ist okay. Und da sind wir schon. Quer eingebaut. Ja. Alles optimiert. Was hast du alles reingeblasen? Du, er hat jetzt 94.000 Kilometer auf der Uhr. Ja. Und ja, du weißt, selbst mit der Laufleistung ist eine Motorrevision notwendig. Ja, da habe ich mal so ein Ding im Kopf. Ich sag mal, einen Ölwechsel machen ist halt einen Filter reinstecken auch. Aber dass man gleich bei 80.000 die ganze Maschine rausreißen muss. Und ich sag mal, was hast du gemacht? Wurde die alte neu gebuchst? Genau. Wie gesagt, der Motor ist komplett überholt worden. Neue Lager, neue Buchsen, alles gemacht. Okay, komplett revidiert. Ja, genau. Was hat das gekostet? Naja, so gute 11.000. Jährliche Inspektion? Selbstverständlich. Was kostet das? Braucht er. Du, Inspektion ist nicht so wild. Eine ganz normale Inspektion liegt bei 1400, 1500. Gut, dann ist nicht so viel, da gebe ich meinen Wagen ab. Ne? Da machen sie einmal so ein bisschen was am Gummi, gucken einmal, ob die Scheiben noch gerade sind. Und ansonsten macht das 1400. Dankeschön. Ein bisschen frisches Öl auch. Das Schöne an dieser Maschine ist natürlich auch, dass er ordentlich was kann. Der dreht hoch und das für einen V8 ist eigentlich untypisch, aber für einen 3-Liter-Motor ist das schon eine schicke Angelegenheit. Doppelnocker über Zahnriemen und dann nicht einen doppelten Doppelvergaser. Mm-mm. Vier Doppelvergaser für jeden Zylinder, einen einzelnen Schacht, der eben ordentlich das Gemisch reinlegt. Läuft er sauber oder knallt er? Ja, knallt ab und zu ein bisschen. Ja, dann lass ihn mal knallen oder am besten noch mal schnurren. Zündung. Sollen wir mal schnurren lassen. Mein Gott, der kommt ja sofort. Das liegt aber, glaube ich, daran, dass er ihn warm gefahren hat. Ansonsten gibt es auch gerne mal so einen Zündaussetzer, so eine Art Verpuffung. Was wir hier hören, das ist die Mechanik vom Ventiltrieb. Und was wir hier hören, die Kraft und die Gewalt. Also eigentlich ist das ja kein untertouriges Fahren, das ist ein Drehzahlmonster. Ja. Du kannst ihn schon richtig kneten, du kannst ihn quälen. Und dann hat auch Thomas Magnum sein Feuer gelöst. Und das übernehme ich jetzt mal. Von meiner Seite aus, Probefahrt. Ich hab schon hart. Also meine Beziehung zu Ferrari gab's erstmal gar nicht, aber mit diesem schicken 308er GTB ist das echt eine tolle Sache. Ich habe mich unheimlich in die Form verknallt. Das ist ein tolles Design. Motormäßig ein V8 kenne ich ja ganz anders, aber Drehmoment aber der. Ja, der verlangt nach einem kleinen Tritt. Hit. Das ist ja gerade noch mal gut gegangen. Zwischen 1975 und 81 wurden knapp 2900 Stück des 308 GTB produziert. Vor allem die vier Doppelvergaser sind es, die den Wagen laut und giftig machen. Hier, Tunnelblick und Tunnelsound. Ja, das passt zusammen. Ein Hit. Mit Ferrari hatte ich sonst ja gar nichts am Hut. Klar, man kennt den Bock aus der Sendung. Magnum war ein Hit. Aber dass man hier selbst hier jetzt so lecker drin sitzt, die Gänge reindrückt. Ah. Ich sag mal, eine Diva ist es, aber irgendwie muss man sich sowas auch mal gönnen können. Das ist so klasse, das macht so Spaß. Das passt so gut zusammen. Das ist eine echte Klang- und Leistungsprobe. Wer bei diesen Formen nicht schwach wird, ist selber schuld. Und dann dieser Innenraum. Schwarzes Leder, silberglänzendes Metall und viel Liebe zum Detail. Pininfarina schuf mit dem Ferrari 308 GTB eine italienische Diva-Göttin. Die perfekte Italo-Diva muss laut sein, nerven, zicken, kostspielig sein.
immer mal so ein Liter mehr Öl brauche. Immer mehr, so ein bisschen mehr eine Feineinstellung. Und das vor allen Dingen regelmäßig und nicht von einem selbst, weil da kommst du gar nicht ran. Da kannst du die Arme brechen, da musst du in eine Vertragswerkstatt und die zieht dir so die Hosen aus. Ist das Diva? Das ist Diva. Laut und schnell ist der Ferrari definitiv. Wenn es sein muss, bis zu 255 km/h. Den Wagen müsst ihr ja nicht behalten, das ist der absolute Puppenfänger. Guck doch mal das Cockpit an. Rundinstrumente, chrommäßig eingefasst, dann hier die 1000 tollen Schalter. Das sieht klasse aus. Und dann die Schaltung, hier hast du so einen schicken Golfball drauf. Ah, runter, draufdrücken. Ja! Ich habe überhaupt keine Lust, hier auszuchecken. Ganz ehrlich, ja, ich muss mit dem Typen noch mal reden. Das kann doch nicht sein, dass diese Kiste bei dem verschimmelt. Der muss noch ein bisschen frischen Wind kriegen, mal richtig durchgeblasen werden. Oh, hier, abbiegen. Ja. Nee, muss ich haben. Egal wie. Ich brauch den Teil, Mann. Ich brauch den. Deshalb auch bitte nichts kaputt machen. Was war das denn? Ist aber abgeflogen? War nur das Nummernschild, das ist nicht wichtig. Ich dachte schon, Werner, wir müssen eh reden. Ja. Du musst dich trennen, nicht nur von mir, auch vom Fahrzeug. Ja. Ich gebe dir meine komplette Matchbox und Siko-Sammlung. Leg dir meine kompletten Hefte drauf. Wenn es nicht anders geht, kriegst du noch mein Lehrgut. Das auch noch. Inklu. Inklu. Ja, du, aber ich muss einen Fuffi dafür sehen. Fuffi? Fuffi. Fuffi? 50. Für dich. Wäre schön blöd, wenn ich jetzt locker lassen würde. Er hat einen Fuffi im Kopf, klar. Aber noch nicht in der Hand. Und das gibt garantiert Möglichkeiten, um ihn noch ein bisschen zu kneten und dahin zu bewegen, dass er Knieschoner braucht und runterkommt und runtergeht. Und dann ist das meine Chance, das schnapp ich zu. Ja, wer eine dolle Diva überzeugen will, der braucht nicht nur ein paar Scheine, der braucht auch ein Bombendressing. Und ich habe mir erst mal ein Date geholt. Gennaro. Grüß dich, Dad. Alles klar, Taro, top. Oh, ich sehe schon, ne? Das ist ja so gesehen farblich genau meine Reichweite. Optisch der Kracher. Tiefer legen ist hier angesagt? Nein. Vor oder nach der Probefahrt? Nach der Probefahrt. Gib mir Verdacht. Also mehr Keil geht überhaupt nicht. Wenn du einen anderen Teilnehmer aushebeln willst, ich sag mal, dann bremst du dich, dann fährst du direkt runter und dann schießt er raus. Ein paar Kampfspuren haben wir. Was für ein Baujahr? 1989. Und was hat er denn gelaufen? Knapp 70. Und schon viel reingepustet? Ja, einiges. Da sind wir wieder beim Thema. Geht einiges rein. Geht ich viel. Sag mal, schick ist er, ganz klar. Aber er braucht halt ein bisschen Schein. Und wenn ich mir so ein Gummi angucke, 345er, 35 ZR15. Ich meine, ich kenne das ja von der Ami-Tonne. Hast du mal 275er drauf, kein Thema. Aber das hier geht da richtig ins Geld. Ja, 1000er pro Stück. Das ist klar. Ja. Wenn du einen brauchst, kannst du anrufen im Werk. Die müssen ja erstmal eingießen. Das haben die garantiert nicht liegen. Und davon brauchst du zwei. Und dann ist auf jeden Fall mit der Lustigkeit und mit dem Spaß ganz schnell vorbei. Aber Spaß haben wir auch hier unter dieser Klappe. V12. 5,2 Liter. Was haben wir? 456 PS. 55 PS. 455 PS. Hier braucht man sich um ein PS nicht mehr streiten. Hier geht es um Leistung und um pure Gewaltfächerkrümmer, wenn ich mir das alles angucke. Ja, gibst du das zur Inspektion? Wenn die Leute erstmal ohnmächtig, da kommst du doch gar nicht ran. Verbrennen ist das eine. Wenn der Schlüssel wegfällt, fällt der unten nicht mehr durch. Der bleibt hier irgendwo hängen. Und dann hast du ein Problem. Service gemacht? Ja, neu, 12.000 Euro circa. Darf man gar nicht lachen, ne? Ist so. Ist so, ne? Ja, ich sag mal, wenn du es nicht hast, hast du den auch nicht. Oder nicht lange, ne? Aber es gibt auch andere schöne Sachen, die einen glücklich machen. Die Damen, die finden das Ding so bezaubernd. Hier ist der Kofferraum. Einmal öffnen, einmal aufklappen. Ich meine, viel geht nicht rein, weil viel hat sie auch nicht an. Aber wenn du sie unheimlich gerne glücklich machen willst, ne? Was kaufst du da? Schuhe ohne Karton. Siehst du, dann gehen nämlich hinten mehr rein. Toll. Auch nach dem Jubiläum gibt es noch Jubiläumspreise, wenn dir die Karosserie einknickt. Ich sag mal, Alu-Kunststoffverbindung. Ja, und was passiert hier? Blasenentzündung. Und das kommt nicht nur hier vor. Kommt vom Alter. Vom Alter, ja. Ich sag mal, auch Alu oxidiert. Ne? Wenn du das alles beheben willst, da geht es ja nicht nur aus so einem kleinen Bereich. Nee, dann kannst du das Ding komplett anblasen. Aber richtig teuer jetzt in Sachen Motorüberholung. Ne? Inspektion, 12 Mille, okay. So an den Dreh, ja, ja. Aber wenn du das Ding rausbauen willst, richtig überholen. Richtig der bläst, der zieht doch mal Öl. Der zieht eine Fahne. Zwischen 30.000 und 50.000 Euro.
Motor zerlegen. Ja, es ist. Weißt du, da kommen die anderen ordentlichen Benz für. Ne? Da geht das man gerade so in den Service. Aber mach mal ein bisschen Service in Sachen Schlüssel umdrehen. Ich will das Ding mal schreien hören. Nee, da stelle ich mich nicht hier hin. Da stelle ich mich gleich da hin. Komm! Mach mich ohnmächtig! Hey, ist gut, ist gut, ist gut, ist gut. Also, aber ich wollte ich mal, einen Termin hatte ich mir für heute Abend geben lassen, aber den nehme ich schon vorher wahr. Ich muss ran. Weg. Mach alle Deckel dicht, ich bin auf dem Bad. Oh Gott, ey. Mal Gebläse anmachen, wir sind hier ohnmächtig. Die Liebe zwischen einem Mann und seinem Fahrzeug kann nur wenig erschüttern. Das Gezeter, was in Sachen Inspektion kommt, kann die Sache doch mal so ein bisschen trüben. Ich sag mal, wenn man sich überlegt, kaufe ich mir jetzt doch die Salami für den Kühlschrank oder nein, ich muss noch den Ölwechsel machen, dann tut das schon weh, aber es gibt dir auch was. Ne? Okay, du wirst dünner, wenn du so ein Ding anmeldest, aber auch schneller. Lamborghini Countach, der Sportwagen-Trendsetter der 70er Jahre. Das Jubiläumsmodell geht in 4,9 Sekunden auf 100 und erreicht 295 km/h Topspeed. Wahnsinn! Oh, ist das geil! Ein Antritt, ein Durchzug! Yeah! Ich liebe diese Schaltung, ich liebe die Alarmanlage der 12 Wörter aus dem Heck. Es gibt keine Gegner mehr. Modellmäßig ist das hier die absolute Stilikone. Alles, was danach gebaut wurde, kommt bei weitem an dieses Ding. Niemals ran. Boah. Ganze 16 Jahre. Von 1974 bis 1990 wurde der Countach gebaut. Doch selbst heute sieht er aus wie von einem anderen Stern. Das Jubiläumsmodell besitzt den bewährten 5,2 Liter V12 mit 455 PS und ist mit Baujahr 1989 einer der letzten seiner Gattung. Nur 657 Stück wurden von diesem Sondermodell anlässlich der 25-jährigen Firmengeschichte aufgelegt. Aktueller Verkaufspreis? Rund 140.000 Euro. Für das Geld bekam man damals schon bei Lamborghini reichlich Ecken und Kanten. Ja, 140.000 Euro sind schon eine Stange Geld. Aber wer es übrig hat, sagen wir mal wirklich richtig übrig hat, ne, und sich sowas nicht gönnt, muss völlig bescheuert sein, weil er dieses Gefühl nicht erlebt. Und das ist so klasse. Das Ding, das reißt so unheimlich auf dem Asphalt. Das macht so einen hammerharten Auftritt. Das Ding ist so flach, so schnell, so geil. Ich weiß nicht, wenn man es nicht machen würde, wenn die Möglichkeit besteht, ist man echt ein Vollidiot. Was soll ich hier über Ausstattung reden, wenn hinter mir die Musik spielt? Wenn man mit diesem schwarzen Keil abgeblitzt wird, dann muss man den Leuten einfach die Chance geben, mit dem Ding mal zu fahren. Dann wissen die, wie hoch das Bußgeld auffällt. Ist einem nämlich scheißegal. Richtig egal sollten einem auch die Spritpreise sein. 20 bis 30 Liter auf 100 Kilometer sind nämlich die Regel. Die Erfolgsquote im Damensport wird mit dem Countach unheimlich groß geschrieben. Ich weiß nicht, woran das liegt. Zwei Gasstöße? Und sie weiß, woran es liegt? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall wird man mit einem Lächeln beglückt. Und permanent wird hinterhergeschaut. Also an mir liegt es, glaube ich, nicht. Schade. Geile Karre, ey. Tja, Det, jetzt musst du dich entscheiden. Welche Diva würdest du in deine Garage lassen? Also Lancia, lalalalala, nee, lass mal sein, du, da brauche ich nicht. Und Lambo ist eine klasse Kiste, aber irgendwie schon so dermaßen hart. Und natürlich denkst du auch ans Geld und versenkst halt dementsprechend auch noch mehr, wenn das Ding ein bisschen trittst und bewegst. Der Ferrari ist noch kein gesundes Mittelmaß, aber man kann da rankommen, wenn man alles zusammenkratzt und nicht gerade wie ein Blödmann fährt. Wo, das verlangt der Wagen eigentlich, ne? Getreten werden will er. Und das will man als Typ auch. Schwierig, schwierig. Der Einzige, der in Frage kommt, wäre der.
Na dann viel Erfolg beim Sparen, Dad, und Vorsicht beim Abbiegen.